Na, ihr Knuffis. Ja, schön hier zu sein. Ich wollte einen Witz erzählen. Habe mir selbst ausgedacht. Auf der Fahrt hierher. Ist ziemlich gut, finde ich. Wie nennt man Marihuana-dealendes Känguru? Grashüpfer. Da wollte jemand klatschen, lass sein. Das ist nicht wert. So. Ich wollte einfach gucken, ob man so eine Scheiße auf Bühnen erzählen kann. Ja, nee, ich möchte mich eigentlich einem ernsten Thema widmen. Ich bin vor kurzem 30 geworden. Das war so schlecht erzogen, ne? Naja, mein Text trägt den Titel Bin vor kurzem 30 geworden. Ich bin vor kurzem 30 geworden und um mich herum reden plötzlich alle von Familiengründung. Daher habe ich beschlossen, ich will ein Baby-Otter haben. Otter sind einfach mit Abstand die coolsten Tiere der Welt. Ich sehe es schon genau bildlich vor mir, wie ich dann mit meinem Otter Gassi gehe. Ohne Leine. Outlaw-Style. Und alle, wirklich alle, würden stehen bleiben und ehrfürchtig flüstern. Wow! Die Legende ist also wahr. Da hinten sind wirklich Herr Schwertfeger. Und sein Otter. Und endlich wäre ich richtig beliebt, denn mit einem Otter auf dem Schoß lacht jeder über deine Witze. Mein Otter wäre natürlich überdurchschnittlich otterig und ich würde mit ihm viele Otter-Sachen machen. Zum Beispiel würde ich ihm Kunststücke beibringen. Mein Otter könnte ein Salto von einem fahrenden Monster-Truck machen, im Flug drei Fische fangen und zum Abschluss einen Knicks machen. Bäm! YouTube-Hype des Todes, Digga. Ein knicksender Otter. Geiler geht's nicht. Das Video hätte nach 3 Stunden die 10 Millionen Klickmarke durchbrochen. Der Knicks wäre der neue Depp und mein Otter und ich wären Mega-Fame. So Fame, es gäbe Sammelfiguren von uns in jeder Cinemies und Frosties-Packung. Mein Otter wäre auf der Titelseite der GQ. Ich bräuchte Ghostwriter für unsere Otter-Grammkarten und es gäbe Fans, die sich das Gesicht meines Otters in ihr Gesicht tätowieren würden. In unserem gemeinsamen Kinofilm würde ich selbstverständlich von Ryan Gosling gespielt werden. Ich verstehe jetzt nicht, was da zu lachen gibt. Und mein Otter von Justin Bieber. Einfach nur wegen des schlechten Wortspiels. Mein Otter und ich wären ein mieseres Tag-Team als Patterson und Findus. Und natürlich bräuchte mein Otter einen krassen Künstlernamen. Er wäre ja kein Otter-Normalverbraucher. Okay, scheiße, ihr lacht. Das geht jetzt so weiter. Das ist das Niveau. Scheiße. Nein, es müsste ein mächtiger Name sein, so wie Otter von Bismarck oder Otter Hontas. Aber weil er ständig mit mir unterwegs sein würde, wäre er wohl eher ein waschechter Globe-Otter. Ich würde dann selbstverständlich auch Merch von meinem Otter produzieren lassen, Schlüsselanhänger, Tassen, Mauspads, Handyhüllen, Feuerzeuge, Fanschals und aufgrund der großen Nachfrage ein Otter-Parfum. Ein Otter-Toilette. Danke, dass ihr lacht, da war ich unsicher, ob der geht. Aber der wichtigste Merch-Artikel wäre ein anderer. Otter haben nämlich Lieblingssteine. Neben Schimpansen und Raben sind Otter eine der ganz wenigen Tierarten, die Werkzeug benutzen. Otter suchen sich den perfekten Stein, um Seeigel, Krebse und Muscheln aufzuschlagen. Vielleicht ganz kurz, das stimmt, ich habe das recherchiert. Vielleicht ganz kurz zu diesen Lieblingssteinen, ist auch ein pädagogischer Auftrag, den wir haben. Guckt euch bitte diese YouTube-Compilations von Ottern an, die mit diesen Steinen so jonglieren. Das ist mega geil, wirklich, die können das minutenlang, das ist extrem krass. Das möchte ich euch empfehlen, genau. Und vielleicht nur noch zur Info, das Fell liegt bei Ottern auf der Brust nicht an. Also das ist so fluffelig, sodass sie sich halt so Muscheln halt drauflegen können und mit dem Stein dann so draufhauen. Nur falls ihr euch Sorgen gemacht habt. Otter haben dafür klein... Ach so, genau. Und einige Otter behalten diesen Lieblingsstein ein Leben lang. Otter haben dafür kleine Felltaschen unter den Achseln, mit denen sie ihren Lieblingsstein transportieren. Und genau diese kleinen Felltaschen würde ich herstellen. Die kann man sich umhängen und seinen Lieblingsstein immer bei sich tragen. Ein Muss für jeden Otter-Fan. Harry Otter und der Stein der Weisen. Aber genau diese Felltasche würde zu einem großen Konflikt zwischen mir und meinem Otter führen. Als Baby wäre mein Otter nämlich noch unfassbar süß und knuffig. Aber dann
würde unvermeidlich der Tag kommen, an dem ich in seiner Feldtasche eine Packung Longpapes finde. Und dann würde mein Otter mir erzählen, die seien ja nur zum Tabak rauchen. Und dann würde ich ihm sagen, dass kein Mensch und ganz gewiss kein Otter 11 Zentimeter lange Kippen raucht. Wir würden uns dann an den Küchentisch setzen und ein ernstes Gespräch darüber führen, dass mit so einer Feldtasche auch große Verantwortung einhergeht. Aber es wäre aussichtslos. Ich müsste akzeptieren. Ich habe einen Kifferotter. Und mein Otter würde sich immer weiter von mir entfernen. Er hätte nämlich auch die falschen Freunde. Er würde ständig nur noch Nackenklatscher verteilen und an Bushaltestellen auf den Boden rotzen. Er würde anfangen, ganz komische Musik zu hören. Ottern Talking. Oder Fury in the Otter House. Oder an Otter Brick in the Wall. Ich hätte nur noch schlaflose Nächte aus Angst, dass mein Otter irgendwann voll auf Crack in der Gosse landet. Es wäre eine verdammt schwere Zeit für mich und meinen Otter. Ich habe das ganze Szenario meiner Fantasie wirklich intensiv durchgespielt. Und dann habe ich über all meine Freunde nachgedacht, die jetzt Familien gründen wollen, und kam zu dem Schluss, vielleicht lasse ich mir dann damit einfach doch noch ein bisschen Zeit.